Hallo Leute und herzlich willkommen zur Zubehörlektion. Ja, wir sind am Ende dieses Kurses angelangt und Zubehör gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge. Es gibt nützliche Sachen, es gibt auf jeden Fall unnütze Sachen und die Industrie verkauft einem da sehr viel. Wir beleuchten das Ganze mal, was eben vielleicht ganz cool ist, was vielleicht weniger und was ihr euch auf jeden Fall zulegen solltet. Also wir fangen an beim Trolley. Natürlich werdet ihr als DJ viel unterwegs sein und wenn ihr keinen Bock habt zu schleppen, dann solltet ihr euch auf jeden Fall einen Trolley zulegen. Equipment ist schwer, es ist umständlich zu tragen, ihr habt mehrere Geräte. Wenn ihr das Ganze irgendwie in irgendwelchen Taschen verstauen würdet, die dafür nicht gemacht sind, dann wird euer Equipment definitiv Schaden nehmen. Das wird kein Spaß, das zu transportieren und deswegen nehmt euch da auf jeden Fall einen Trolley. Das sollte logischerweise dann auch einiges an Gewicht aushalten. Und das Positive dabei ist dann auch noch, das Ganze sollte üblicherweise, wenn ihr euch einen anständigen zulegt, auch wasser- und schmutzabweisend sein. Natürlich ist dann auch noch einiges mit eingebaut an Schaumstoff und ähnlichen Dingen, dass das Ganze auch stoßgeschützt ist. Und klar, ihr habt alles an einem Ort, das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Wenn ihr mehr Equipment habt, dann könnt ihr natürlich auch mal mit zwei Trolleys unterwegs sein. Eventuell könnt ihr die auch stapeln. Das heißt, ihr habt dann sozusagen zwei Trolleys übereinander an einem langen Griff. Das ist auf jeden Fall extrem praktisch. Cool ist, dass viele das anbieten, dass ihr mehrere Abteilungen habt, mehrere Fächer sozusagen, verschiedene Taschen. Das heißt, ihr habt dann innerhalb dieses großen Inneren sozusagen ein Abteil für einen Mixer, noch ein schmaleres, wo ihr dann euren Laptop reinstecken könnt, eben eine Abteilung für das Interface. Für die Kopfhörer sind eventuell sogar schon als solche gelabelt, habt außen noch ein paar Taschen für Kabel und sonstigen Kram und deswegen ist da eben alles in einem Ort und trotzdem cool geordnet. Einzelteile und Kleinkram könnt ihr natürlich dann eben in diese Taschen außen noch reinpacken, vielleicht habt ihr eben Deckel noch irgendwie, Verstaumöglichkeiten. Also die bieten wirklich einiges und es ist einfach unfassbar praktisch. Dazu kommt dann noch, dass ihr auch einen deutlich professionelleren Auftritt an den Tag legen werdet. Denn wenn ihr mit drei Rucksäcken und noch einer Stofftasche zum Gig kommt, voll gepackt, passt alles nicht so ganz zusammen, sieht komisch aus, ist eben sehr unprofessionell. Wenn ihr da mit ein, zwei Trolleys wirklich reingefahren kommt im Prinzip, dann macht es auf jeden Fall schon mal ein ganz anderes Bild. Also auch aus dieser Hinsicht sehr positiv. Und ganz, ganz wichtig, auch noch ein toller, besonderer Punkt ist, dass einige Trolleys abzuschließen sind. Das heißt, ihr habt hier auch noch einen Diebstahlschutz, denn euer Equipment wird hoffentlich einiges kosten, wenn ihr euch gutes Equipment besorgt. Und dann seid ihr in der Hinsicht auch auf der sicheren Seite. Also ein Trolley wirklich ein sehr cooles Tool sozusagen, das ihr euch definitiv anschaffen solltet. Eine andere Möglichkeit sind Plattenkoffer oder eben Plattencases. Logischerweise für die Leute, die mit Vinyl auflegen. Wer mit Digital Vinyl System auflegt und nur 2, 3, 4 vielleicht Control-Vinyls hat, für den lohnt sich es logischerweise nicht. Aber eben für die analogen DJs unter euch ist ein Plattenkoffer, ein Plattencase, eben gibt es auch als Trolley wieder sehr nützlich. Ihr habt auch hier wieder eben alles an einem Ort, das ist sehr sicher. Vor Schmutz, Wasser, Stößen, genau wie beim Equipment auch. Auch diese Trolleys könnt ihr abschließen. Genauso wichtig wie beim Equipment, denn euer schwarzes Gold, wie man ja so schön sagt, wird auch einiges wert sein. Das Vinyl ist teilweise sogar noch unangenehmer durch die Weltgeschichte zu tragen als Equipment, weil es viele kleine Einzelplatten sind, die man nicht als ein Gerät einfach mal kurz greifen kann. Deswegen umständlich vor allem und wenn ihr euch sowas zulegt, dann muss es natürlich auch einiges an Gewicht aushalten. Die bieten normalerweise dann Platz für 50 bis 120 Schallplatten. Das ist schon einiges, wenn ihr wirklich ein sehr langes Set habt eben, dann holt euch eventuell auch eine Variante, wo ihr dann auch wieder zwei sozusagen gestapelt habt an einem Trolleygriff oder generell einfach zwei. Und dann seid ihr da auch auf der sicheren Seite. Eventuell bietet das Case dann auch noch Platz für anderes DJ-Equipment, sei es jetzt ein Interface, eure Kopfhörer zum Beispiel, einen Laptop, whatever. Das ist auch cool, dass ihr das dann auch kombinieren könnt. Und klar,
Die Größe variiert dann immer, je nachdem, wie viel Platten ihr denn auch wirklich mitnehmt. Ja, wenn ihr immer besonders lange Sets spielt, macht es natürlich auch Sinn, euch ein großes Case zuzulegen. Was ihr machen könnt, ist natürlich, vorhin schon mal kurz angesprochen, euer Zeug auch einfach in Rucksäcke oder Umhängetaschen packen. Das empfehlen wir euch aber definitiv nicht. Das wird extrem ungemütlich, wenn ihr das so rumtragt. Es ist auch schwierig, dann ja diese mehreren Taschen alle unter einen Hut zu bringen. Vor allem auch das viele Gewicht auf dem Rücken. Das wird definitiv keinen Spaß machen. Es empfiehlt sich höchstens, wenn ihr zum Beispiel nur mit einem Laptop, eurem Kopfhörer und vielleicht noch einem Audio-Interface zum Gig kommt oder eben am besten nur noch mit einem USB-Stick, weil ihr den einfach in die CD-Player reinsteckt und dann habt ihr noch irgendwelchen anderen Kleinkram bei euch hinten drin. Dann könnt ihr natürlich einen Rucksack oder eine Umhängetasche benutzen, aber um wirklich ein Packen Vinyls oder Equipment durch die Weltgeschichte zu tragen, auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Ihr habt hier einen geringen Schutz vor eben Schmutz, Wasser, Stößen, da die normalerweise nicht dafür ausgelegt sind. Ihr habt ja auch immer diesen Stoß, wenn ihr lauft, dass es euch auf den Rücken schlägt. Das wirkt sich natürlich auch auf das Equipment aus und logischerweise auch auf euren Rücken. Also das wird keinen Spaß machen. Und natürlich sind die auch normalerweise nicht abschließbar. Also ihr müsstet schon selbst irgendwie ein Schloss da dranhängen. Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Deswegen, wenn dann eher für wenige Geräte ein bisschen Kleinkram. Cool sind auf jeden Fall Cover. Die könnt ihr einfach dann über euer DJ-Equipment drüber stülpen sozusagen. Denn euer Equipment ist natürlich sehr anfällig für Staub, Flüssigkeiten, Flecken und so weiter. Gerade eben, wenn ihr zu Hause irgendwo euer DJ-Booth habt, dass ihr das wirklich gut abdecken könnt oder natürlich auch interessant im Club, wo ja immer viel Action ist, dass die Sachen da sicher sind. Vor allem eben der Fader und auch Tonarme sind sehr empfindlich gegen Verschmutzung. Die muss man auf jeden Fall schützen. Die einfachste Variante ist natürlich dann einfach ein Tuch über alles drüber zu legen. Das ist am besten fusselfrei, sonst bringt es euch gar nichts, dass es abgedeckt ist, weil es dann einfach vom Tuch her innen drin im Prinzip wieder abbröselt. Und klar, das könnt ihr dann über das ganze Equipment schmeißen und fertig. Aber eben die Frage ist ja, möchtet ihr auch einfach einzelne Geräte abdecken, weil zum Beispiel die gerade nicht benutzt werden, aber der Rest schon. Dann könnt ihr auch auf andere Varianten zurückgreifen. Eine günstige wäre zum Beispiel, dass ihr maßgeschneiderte Stoffabdeckungen habt für einzelne Geräte, die ihr dann einfach wie so eine Art Bettlaken darüber packt. Und ihr könnt aber auch zu einer bisschen teureren Variante greifen und das sind dann die sogenannten Decksaver. Also Hartplastik-Cover, die genau auf die Geräte zugeschnitten sind, für die ihr es dann eben kauft. Die passen perfekt da drauf und sind wirklich sehr stabil, halten teilweise sogar das Gewicht eines Menschen aus. Und ihr könnt euch außerdem zum Beispiel auch noch eine Reißverschlusstasche zulegen. Also wirklich im Prinzip Taschen für jedes einzelne Gerät. Kommen wir dann noch zu Cases. Cases sind ja im Vergleich zu Cover eben dazu da, das ganze Gerät einzupacken. Cover decken es ja eben nur ab, wie der Name auch schon schön sagt. Cases sind auf jeden Fall die stabilste und sicherste Art, euer Equipment zu verstauen und eben vor allem auch zu transportieren. Das ist vor allem für die Mobile-DJs für euch interessant. Die sind auf jeden Fall kostspielig und sperrig, weil es ja eben so ein großes Gerät ist sozusagen. Aber es lohnt sich, ihr könnt euer Equipment bedenkenlos stapeln. Gerade wenn ihr Platzprobleme habt oder zum Beispiel auch, wenn ihr alles in ein Auto ladet, dann könnt ihr die Sachen problemlos stapeln. Die passen dann am besten entweder genau zum Gerät oder auch umgekehrt gibt es Universal-Cases. Da könnt ihr dann mit gewissen Einlagen vom Schaumstoff her noch arbeiten, dass es dann eben genau passt. Das war dann auch schon das Stichwort, denn ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass diese Cases gut ausgepolstert sind. Die sind ja hart außenrum, haben eine Metallschale oder eben eine Kombi aus einem Metallrahmen und Holz zum Beispiel oder Plastik, egal. Auf jeden Fall innen drin muss das Ganze gut gepolstert sein, damit das Equipment auch sicher da drin ist. Genau. Wenn ihr sehr große Cases habt, wo zum Beispiel ein sehr großer MIDI-Controller oder Standalone-Player reinkommt, dann können diese oftmals auch noch als Workstation gleich benutzt werden. Das ist das, was wir in der DJ-Booth-Lektion auch schon angesprochen hatten, dass man die eben als richtigen Tisch benutzen kann. Die haben dann oft einen Laptop-Ständer, den man ausfahren kann zum Beispiel. Und das ist natürlich besonders attraktiv für Mobile-DJs. Ihr könnt das alles schon fest da reinbauen. Ihr seid sehr flexibel, habt alles an einem Ort, ihr seid ruckzuck fertig.
und könnt es auch ruckzuck wieder abbauen. Wenn ihr Cases benutzt, dann schaut auch, dass ihr die labelt, denn gerade wenn ihr ja mehrere Cases habt, weil ihr auch mehrere Geräte habt, dann sehen die von außen erstmal gleich aus. Und wenn ihr wissen wollt, was wo drin ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das Ganze zu labeln. Könnt ihr eben den Gerätetyp darauf schreiben. Aber zum Beispiel, was auch sehr wichtig ist, dass ihr euren Namen und eure Adresse dort hinterlegt. Gerade zum Beispiel, was das Thema Diebstahlschutz angeht. Oder zum Beispiel auch, wenn ihr bei einer Veranstaltung seid und ein Veranstaltungstechniker hat auch noch einiges da rumstehen und ihr habt zufälligerweise die gleichen Cases, dann findet ihr eure natürlich auch deutlich leichter wieder. Denn es hilft natürlich auch nichts, wenn zufällig beide von euch zwar die Cases gelabelt haben, dass da ein Mixer drin ist, aber ja, ihr weiß dann ja auch nicht, trotzdem nicht, welches ist deins und welches ist das vom Veranstaltungstechniker. Da müsst ihr immer wieder alle aufmachen, reingucken. Das kann man so also leicht umgehen. Eine coole Möglichkeit, um ja, sich selber noch ein bisschen individuell ins Licht zu rücken, sind Custom Skins. Das heißt, ihr habt für euer Equipment zum Beispiel Auflagen, sei es jetzt eure MIDI-Controller, der Mixer, CD-Player und so weiter. Die könnt ihr sozusagen bekleben und zwar mit einer Schutzauflage. Das heißt, jetzt ist es eine Folie zum Beispiel oder kann sogar eine ganze Platte sein. Das ist auf jeden Fall ein nicer Eyecatcher. Könnt ihr mit eurem Logo versehen oder mit irgendeinem coolen Muster, wenn ihr sehr selbstverliebt seid, vielleicht sogar mit einem Bild von euch. Die gibt es dann in magnetischer Form. Das heißt, die kann man sehr leicht wechseln, sind aber auch nicht so bombenfest drauf oder halt klebend. Klar, die sind dann sehr fest drauf, aber wenn ihr jetzt mal wieder abreißen wollt, dann habt ihr natürlich wie immer auch Kleberückstände. Ihr könnt darüber hinaus sogar noch eure Regler anpassen. Das gibt eben dann für bestimmte Geräte auch von Anbietern farbige Regler, immer diese Kappen zum Beispiel oder die Fader, die kann man auch austauschen, entweder weil ihr es einfach geil findet von der Optik her oder vielleicht um bestimmte Funktionen dann besser hervorzuheben. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen, zum Beispiel gerade bei den magnetischen oder klebenden Folien, die über das ganze Equipment drüber gehen, dass es bei Dunkelheit nicht schwer wird zu erkennen, wo denn jetzt überhaupt noch die Regler sind, um das Equipment zu bedienen. Ihr könnt auch eure Control-Vinyl personalisieren lassen, irgendein Muster drauf, euer Logo wieder und so weiter. Das heißt eben, hier habt ihr dann wieder einen besonderen Auftritt, ein besonderes Standing eben, wenn ihr da mit solchen Dingen in den Club kommt. Und natürlich auch, klar, Diebstahlsicherung ist jetzt nicht ganz so ein großes Thema, aber die wird euch mit Sicherheit niemand klauen, wenn da euer Logo drauf ist. Slipmats sind auch noch eine coole Möglichkeit, genauso wie die Control-Vinyl gehören ja in Anführungszeichen zusammen beim Turntable. Genauso auch wieder mit eurem Logo und so weiter, könnt ihr genauso gestalten, sieht auch sehr cool aus, kostet auch nicht zu viel Geld. Und ein Klassiker ist natürlich auch, dass ihr euren Laptop ein bisschen individuell gestaltet. Ihr könnt vielleicht mit dem leuchtenden Apfel vom Apple-Logo arbeiten, das irgendwie einbinden oder vielleicht so überkleben, dass man den Apfel gar nicht mehr erkennt, aber irgendwas anderes angeleuchtet wird, wie euer Logo zum Beispiel. Oder ihr beklebt den einfach so, das ist auch cool. Ihr könnt auch eine Schutzfolie im Prinzip für das gesamte Gerät nutzen, um es zu schützen, wo eben zum Beispiel wieder euer Logo drauf ist. Und da habt ihr auf jeden Fall auch noch einige Möglichkeiten, denn der Laptop ist ja oft so aufgebaut, dass er in Richtung Publikum zeigt und das ist natürlich Werbung, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Außerdem, wenn ihr sonst einfach im Alltag mit dem Laptop arbeitet, ja, es ist ja auch immer wieder Werbung, wenn ihr den auspackt und aufklappt. Als nächstes haben wir noch den Recorder. Der ist vor allem sehr nützlich, wenn ihr euer Set zum Beispiel nicht einfach am Laptop aufnehmen könnt. Den könnt ihr dann eben an den Record-Out am Mixer anschließen oder zum Beispiel auch direkt an den Turntable oder Standalone-Player und könnt so eben direkt euer Set aufzeichnen. Ihr könnt dann natürlich das machen, um euch die Sets später einfach so nochmal anzuhören, um zu gucken, ob das geil war, was ihr da gemacht habt. Oder vielleicht auch zum Beispiel einfach spezielle Übergänge nochmal im Detail, eure Trackwahl, die Moderation. Einfach, dass ihr es für euch nochmal anhört oder natürlich auch klassisch, dass ihr das Set aufnehmt, um es später auf Soundcloud oder sonst wo YouTube wieder hochzuladen, um Promo für euch zu machen. Sei es jetzt, ihr habt es zu Hause aufgenommen oder bei irgendwelchen Gigs mitgeschnitten, da ist so ein Recorder auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, in hoher Qualität sehr easy das Ganze mitzuschneiden. Wählt dabei die Aufnahmequalität mindestens in 192 Kilobit pro Sekunde.
eigentlich schon zu wenig. Besser ist auf jeden Fall 320 oder noch besser Wave. Da habt ihr dann auf jeden Fall eine Top-Qualität. Insofern hoffentlich eure Mediathek auch eine Top-Qualität hat, denn so ein Recorder kann logischerweise aus Scheiße auch kein Gold mehr machen. Wenn ihr den anschließt, dann eben an den Record-Ausgang üblicherweise. Da kann man die Lautstärke nicht direkt einstellen. Das würde dann eben von den Deck-Gains beeinflusst werden. Ihr könnt es aber zum Beispiel auch genauso an den Booth-Ausgang einstecken. Den könnt ihr natürlich von der Lautstärke her pegeln. Oder ihr steckt es zum Beispiel zwischen den Mixer-Output, generell der an die PA geht, und klemmt das dann sozusagen zwischen die PA und den Mixer. Da müsst ihr dann halt einfach schauen, dass ihr den Recorder auf Through schaltet, dass das Signal logischerweise auch noch wieder durchkommt. Wenn ihr einen Plattenspieler direkt anschließt, dann müsst ihr den Phono-Eingang wählen. Ansonsten werdet ihr Line benutzen. Beim Turntable ist natürlich wie immer auch wichtig, dass ihr dann hier wieder die Erdungsschraube nutzt für den Ladungsausgleich. Und eben wenn ihr dann das so anschließt, dann könnt ihr natürlich auch Platten einfach so sehr effizient digitalisieren. Da braucht ihr dann nicht mehr sonst noch groß irgendwelche Software oder andere Geräte. Einfach Turntable direkt da dran, abspielen und fertig. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Weitere Möglichkeiten sind dann noch zum Schluss zum Beispiel eine DI-Box. Das steht für Direct Injection, das heißt direkte Einbindung. Diese Box wandelt unsymmetrische Signale in symmetrische Signale um. So könnt ihr dann zum Beispiel wechseln von Cinch auf XLR. Das ist eine sehr coole Sache, denn wir haben ja gelernt, symmetrische Kabel sind sehr wichtig und gut, weil sie eben störungsfrei sind oder auf jeden Fall weniger anfällig. Und als letzter Tipp noch ein Audio-Switch. Das ist sehr nützlich, wenn man mehrere DJ-Setups hat. Das wird weniger jetzt auf euch zu Hause wahrscheinlich zutreffen, sondern eher im Club, dass man komplette vollwertige DJ-Setups hat, die aber logischerweise irgendwo zusammenlaufen müssen, weil sie ja bei einer PA dann rauskommen. Und da hilft so ein Audio-Switch, dass die DJ-Setups mit diesem Audio-Switch verbunden werden und man dann über Drehregler, Kippschalter, however eben, dann wechseln kann zwischen den Decks, welches denn jetzt gerade dann den Output liefert. Und so muss man jetzt nicht anstrengend irgendwas umbauen, die Verkabelungen ändern und kann eben im laufenden Betrieb sehr entspannt wechseln. Ja, wir schauen uns dann logischerweise in der Praxis auch wieder nochmal die ganzen Sachen an, dass wir das nochmal ein bisschen genauer erklären und hier die Theorie auch mal zur Realität wird. So, also kleiner Umbau. Wir sind jetzt hier in der Praxis sozusagen für das ganze Zubehör. Und logischerweise gibt es jetzt hier keine Geräte groß zu erklären. Aber wir wollen einfach mal ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie ihr euer Equipment richtig gut verstauen könnt, wie ihr es sicher transportieren könnt und gegen allerlei mögliche Gefahren schützen könnt. Wir fangen direkt mal an. Der CDJ hier, der glänzt so schön. Warum? Da liegt was drauf und zwar eben ein Decksaver. Wir haben in der Theorie bereits erwähnt, was das ist, nämlich ein Hartplastik-Cover. Und das ist wirklich eine richtig coole Sache, um das Equipment sozusagen im Alltag, wenn es irgendwo steht, sei es jetzt im Club oder vielleicht auch bei euch zu Hause, wunderbar gegen Staub, irgendwelchen anderen Schmutz oder natürlich auch eben vielleicht gerade bei Gigs, wenn er nicht gebraucht wird, sondern anderes DJ-Equipment vor umfallenden Getränken und sonstigen Gefahren eben. Coole Sache, wirklich extrem stabil. Passt hier logischerweise auch wunderbar drauf, denn ihr müsst euch halt passend zu euren Geräten dann eben so einen Decksaver holen. Den gibt es nicht im Prinzip als Universal-Decksaver, aber ist auf jeden Fall eine gute Investition. Passt dann hier wunderbar drauf und ist wie gesagt auch extrem stabil. Darunter versteckt sich da noch was. Und zwar ist das diese Auflage hier im Prinzip, dieses Cover. Das erfüllt logischerweise einen ähnlichen Zweck, auch wieder Schutz vor Staub, Flecken und Ähnlichem. Klar, natürlich nicht mehr ganz so wie hier, aber das ist natürlich dafür gedacht, dass ihr das Gerät auch noch weiter nutzen könnt und es eben im Betrieb sozusagen dann noch besser geschützt ist. Hier könnt ihr euch auch diese Varianten als Art Custom Skin herstellen lassen von gewissen Dienstleistern.
Und da könnt ihr dann euer Logo draufpacken, euren DJ-Namen, whatever. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Das Ganze gibt es dann entweder klebend, dass es halt wirklich fest drauf ist. Das solltet ihr dann logischerweise nur mit eurem eigenen Eigentum machen, nicht in den Club kommen und auf einmal alles bekleben, denn die bekommt man dann nicht mehr so leicht runter. Dafür gibt es dann vielleicht noch die magnetische Variante. Die kann man dann relativ leicht eben wieder abbekommen und die könnt ihr zum Beispiel auch zu einem Gig mitnehmen, wenn es euch wichtig ist, dass man es eben immer sieht. Und ja, dann eben immer drauf machen und nach dem Gig wieder mitnehmen. Genau, das zu diesen beiden Themen. Mehr gibt es da nicht zu erzählen. Und wir kommen hier zu diesem Trolley. Und zwar könnt ihr diesen Trolley von Zomo hier benutzen, eben um zum Beispiel eure Platten da rein zu tun, aber genauso auch zum Beispiel Equipment. Denn ihr habt hier extrem viel Stauraum, ganz viele verschiedene Taschen, wo überall was rein kann. Das Ganze ist sehr gut gepolstert. Das seht ihr hier. Und ihr habt wirklich extrem viel Stauraum. Wenn ihr das Ganze zumacht, ist es eben wassergeschützt, Schmutz, eben alle möglichen Faktoren, stoßfest. Und jeden, der sich keinen Hexenschuss holen möchte, empfehlen wir auf jeden Fall derartiges. Gerade Vinyl rumschleppen ist wenig, ja, vergnüglich. Und genau, auch wenn ihr mit Equipment unterwegs seid, je nachdem, lohnt sich das auf jeden Fall. Ihr habt hier natürlich noch die Möglichkeit, den Griff auszufahren, also eben ein vollwertiger Trolley. Und hier ist zum Beispiel dann auch noch ein CD-Case dabei, für euch eben, die mit CDs auflegen. Alles mit dabei, eine Umhängeschlaufe und hier vorne könnt ihr dann zum Beispiel eben noch irgendwelches Zubehör reinpacken, sei es jetzt Kabel, eure Kopfhörer, hier an die Seite genauso. Vielleicht habt ihr ein Audio-Interface dabei, was auch immer es ist. Ihr habt hier also eine Menge Stauraum, wo ihr alles unterbringen könnt. Ihr müsst nicht schleppen und es ist auch ein sehr professioneller Auftritt, wenn ihr mit sowas auftaucht, anstatt ja, mit irgendeinem Freizeitrucksack oder einer komischen Umhängetasche oder noch besser einfach den Mixer und dann angeklemmt. Ganz wichtig ist hier außerdem noch das Zahlenschloss. Hier könnt ihr logischerweise dann eben euren Code festlegen und den Trolley abschließen, dass hier eben niemand euch die Platten rausklaut oder das Equipment. Natürlich kann man den ganzen Trolley klauen, aber das werdet ihr auf jeden Fall eher merken, als wenn man ein Kleinteil fehlt. Deswegen ist es auch ein richtig cooles Feature, das ihr auf jeden Fall ja, beachten sollt, wenn ihr euch ja, so einen Trolley zulegt. Von daher ist das eine richtig coole Sache und ja, können wir auf jeden Fall jedem nur wärmstens ans Herz legen. Als nächstes haben wir dann noch hier dieses Hard Case im Prinzip. Also das ist dann schon fast für Veranstaltungstechniker oder eben zum Beispiel Mobile DJs, die viel mit ihrem Equipment reisen. Denn hier habt ihr natürlich ein extrem stabiles Case, das einiges aushält. Auch dieses ist von Zomo. Und hier haben wir im Prinzip ein Universal-Case. Also es ist nicht für ein Gerät gemacht, sondern ihr habt hier einiges an Einlagen, dass ihr das Ganze an eure Geräte anpassen könnt, je nachdem welche Maße es hat. Ihr habt dann hier außerdem noch die Möglichkeit, dass ihr die Kabel hier drunter verstecken könnt und dann könnt ihr das Ganze hier abnehmen und könnt eben zum Beispiel den CD-Player auch dort drin lassen, wenn ihr unterwegs seid. Und müsst ihn gar nicht mehr auspacken. Also das ist auf jeden Fall eine sehr effiziente Möglichkeit, sein Equipment unterzubringen. Ihr müsst es dann eben hier einfach einpassen, so wie die Maße von eurem Equipment sind. Und dann seid ihr immer ready, ihr könnt die stapeln und eben sind extrem stabil. Die ja, schützen euer Equipment auf jeden Fall besonders gut. Das könnt ihr dann eben in mehrfacher Ausführung holen. Für euren Mixer, für eure CD-Player und so weiter.
alles jeweils in ein einzelnes Case packen und eben nicht vergessen, labeln auf jeden Fall. Zu bekommt ihr das Ganze hier rüber. Schaut halt, dass der Deckel auf jeden Fall gut aufsitzt. Einmal rauf und dann hier einmal rumdrehen und dann sitzt es wirklich bombenfest. Also da kann wirklich absolut nichts mehr passieren. Kostet natürlich etwas mehr, aber ist auf jeden Fall auch eine Investition für die Zukunft. Gerade bei Equipment, das ja einige hundert Euro kostet oder eben vielleicht sogar ein paar tausend, ist es diese Investition definitiv wert. Jetzt kommen wir als letztes noch zur Workstation. Das ist auch eine sehr coole Sache. Das ist auf jeden Fall schon gar nicht mehr so leicht zu handeln, wie ihr seht. Wir haben es geschafft. Also das ist schon mal ein ganz schöner Trümmer. Und wird natürlich genauso geöffnet und verschlossen wie das kleine Case. Das Besondere hier dran ist eben, dass ihr hier nicht einfach nur euer Equipment sozusagen parkt, sondern das im Prinzip als DJ-Booth benutzen könnt. Denn hier könnt ihr auf jeden Fall euer Equipment drin lassen. Das könnt ihr natürlich bei dem kleinen Case auch. Aber das hier ist auf jeden Fall nochmal eine andere Hausnummer. Und sehr geil ist hier, deswegen auch Workstation, weil ihr hier zum Beispiel noch euren Laptop abstellen könnt. Also der ist dann hier auch wunderbar aufgehoben. Ihr habt hier wieder die Möglichkeit, alle Kabel zu verstecken. Ihr habt hier einen riesen Controller, der natürlich einiges wiegt. Plus das Case, ganz klar. Aber dafür gibt es dann auch wieder Rollen. Und ja, wenn ihr auf eurem Gig auftaucht, dann stellt ihr das einfach auf den Tisch. Ihr schiebt das raus und könnt direkt loslegen. Ihr müsst nur noch Strom anschließen. Der Laptop hat seinen Platz. Und wenn ihr fertig seid, ganz easy wieder Laptop runter. Das hier reinschieben, Deckel drauf und fertig. Das ist auf jeden Fall eine extrem effiziente Variante im Prinzip, gerade für Mobile DJs sehr interessant. Und deswegen können wir das auch euch nur wärmstens ans Herz legen, insofern ihr mit derartig großen Controllern arbeitet. Auch hier habt ihr wieder die Möglichkeit, durch verschiedene Einlagen eben das an eure Controller anzupassen. Und damit seid ihr auch hier auf der sicheren Seite, habt es gut geschützt, könnt es leicht transportieren. Und dieses Case hier hält natürlich auch genauso wie das kleine einiges aus. Wir hoffen, du konntest jetzt hier einiges mitnehmen und bist jetzt ein bisschen schlauer, wie du in Zukunft dein Equipment schützen kannst vor Diebstahl, vor irgendwelchen Gefahren oder wenn es auch einfach nur Staub ist. Wir möchten uns an dieser Stelle wieder recht herzlich bei recordcase.de für die Bereitstellung dieser ganzen Cases, Covers und Taschen bedanken. Und wir hoffen, dass ihr aus dieser Lektion einiges mitnehmen konntet. Insofern ihr noch Fragen zu diesem ganzen Equipment hier habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Diese findet ihr hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen euch bis dahin alles Gute.